Heute gibt es wieder einen draußen Gottesdienst. Kommen Sie mit. Liebe Freundinnen und Freunde der Videogottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst heute. Gott hat Noah, dem Erbauer der Arche Noah, ein Versprechen gegeben. Gott hat uns ein Versprechen gegeben, dass es immer die Natur und die Menschen geben wird. Als Zeichen für dieses Versprechen hat Gott uns den Regenbogen gegeben. Heute halten wir inne und denken über die Geschichte von Noah nach. Noah war ja von der großen Sintflut bedroht. Gott rettete ihn zusammen mit Noahs Familie und den Tieren, zwei von jeder Art. Alle Tiere gingen zu zweit in Noahs Arche. Auch heute ist die Natur bedroht. Viele Tierarten und Lebensräume sind bedroht. Und der menschengemachte Klimawandel stellt uns Menschen vor zunehmende Probleme. Aber es gibt Hoffnung. Denn auch heute sehen wir ja oft den Regenbogen am Himmel. Lassen Sie uns darüber gemeinsam nachdenken. Im Herbst danken wir Gott für die Ernte, die wir eingebracht haben. Für die Natur, Gottes Schöpfung. Erntedank ist ein Moment des Innehaltens. Das ganze Jahr über essen wir wundervolles Essen, trinken herrliche Säfte, ohne viel darüber nachzudenken. Heute halten wir inne und danken Gott dafür. Und wir denken über Gottes Natur nach, die dies alles hervorbringt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst. Amen. Noah war ein rechtschaffener Mann. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Da sprach Gott zu Noah: Eine Sintflut wird kommen. Bau dir ein Schiff, die Arche. Mach es aus festem Holz. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Nimm von allen Tieren jeweils zwei mit hinein, ein Männchen und ein Weibchen, damit keine Tierart ausstirbt. Leg genug Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm angeordnet hatte. Die Sintflut kam und Noah legte ab mit seiner Familie und den Tieren zwei von jeder Art. Niemand konnte sich dann retten. Nur wer sich mit Noah an Bord der Arche befand, kam mit dem Leben davon. 150 Tage lang blieb das Wasser auf seinem höchsten Stand. Aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ. Kein Regen fiel mehr. Nach den 150 Tagen ging das Wasser allmählich zurück und plötzlich saß das Schiff auf einem Berg fest. Alle konnten die Arche verlassen. Und Gott gab Noah ein Versprechen. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Als Zeichen dafür setzte er den Regenbogen an den Himmel. Liebe Freundinnen und Freunde der draußen Gottesdienst, wir hörten von der Bedrohung der Welt durch die Sintflut. Die ganze Welt droht unterzugehen. Nur Noah und seine Familie sowie zwei Tiere von jeder Art werden gerettet. Wie es heißt, von den Tieren, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm hin, in die Arche paarweise, hier ein Männchen und Weibchen, wie Gott es geboten hat. Dieses Bild der weltweiten Menschheitskatastrophe ist sehr aktuell. Fast täglich lesen wir von schlimmen neuen Botschaften. Waldbrände in Kalifornien, Tundrabrände in Sibirien, weil der Permafrostboden taut, die Arktis verliert immer mehr Eis, Wirbelstürme und Sturmfluten. Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Die Lage ist tatsächlich ernst und sie ist tatsächlich bedrohlich. Doch für mich gibt es starke Zeichen der Hoffnung. Die Fridays for Future-Bewegung ist ein solcher Faktor. Die Bewegung von Greta Thunberg und anderen hat das Thema Klimaschutz endlich wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Weltweit
gehen regelmäßig junge Menschen auf die Straßen. Ihr Einsatz für eine konsequente Klimapolitik findet international Beachtung. Ihr ernsthafter Ton stimmt mit dem Ernst der aktuellen Lage überein und steht in Kontrast zur Ironie und zum Sarkasmus, mit dem wir manchmal der Zukunftsangst begegnen. Die Forderung der Klimaschützer, die Situation zu erkennen und danach zu handeln, ist eigentlich das einzig Vernünftige. Angesichts des Klimawandels fragen ja viele Menschen, was kann ich tun, was kann unsere Kirchengemeinde tun? Dass es mit so viel Engagement und Ernsthaftigkeit und Willen zum Handeln gibt, ist ein kraftvolles Zeichen der Hoffnung für mich. Auch die Bibel gibt mir Hoffnung. In der Bibel heißt es bei Noahs Geschichte: Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott selber bekennt sich also zu der Zukunft der Menschen und zu der Arbeit des Menschen wie Saat und Ernte. Dafür steht der Regenbogen. Die Bibel ist ein Buch der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, sagt Paulus. Aber nicht Hoffnung gegen die Vernunft, nicht Hoffnung durch Leugnung, sondern Hoffnung mit Vernunft. Hoffnung, die die Vernunft trägt und uns Mut gibt. Hören wir nochmals Paulus zum Thema Hoffnung. Paulus spricht nämlich davon, dass die Schöpfung ängstlich wartet, dass die Schöpfung in Hoffnung lebt, dass auch die Schöpfung frei werden wird zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Paulus schreibt, dass wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und stöhnt. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Wir warten in Geduld. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dieser Hoffnung leben wir, aus dieser Hoffnung leben wir. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Daran erinnert uns der Regen. Amen. Wir haben von der Arche Noah gehört und von der Sintflut, die ein großes Meer entstehen ließ. Deshalb entführe ich Sie jetzt für das Vaterunser ans Meer. Kommen Sie mit. Wir wollen gemeinsam beten, wie uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.